Miss Prinz, bitte. Schon gut. Mr. Greenwood? Ja, der bin ich. Verzeihen Sie, aber was haben Sie eigentlich mit dieser Sache zu tun? Ich habe erwartet, dass General Salzmann hier eintrifft. Aber ich bin davon ausgegangen, dass er den Botschaft um eine Audienz bittet. Neil, ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen. General. Habe ich gegen das Protokoll verstoßen? Natürlich nicht. Der General und ich sind alte Freunde. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Also ihm ist es einfach angenehmer, seine verräterischen Vorschläge einem alten Freund zu unterbreiten. Sir, wenn Sie einverstanden sind, dann... Bemühen Sie sich nicht, ich kenne diese Frau. Sie wirkt sehr unhöflich, bis man dahinter gekommen ist, was sie ist, eine Marionette. Sie leitet eine kommunistische Presseagentur. Das bedeutet, sie saugt sich eine neue Geschichte aus den Fingern, wenn sie einen Wink bekommen hat. Und mit ihrem ansehnlichen Mundwerk will sie nichts weiter als provozieren. Jemand hat sie heute hierher beordert, damit sie mir sozusagen mit dem moralischen Zeigefinger winkt. Weil ich hierher gekommen bin, um die Vereinigten Staaten zu bitten, mir Asyl zu gewähren. Mr. Greenwood, ich glaube, es gäbe im Moment nichts Peinlicheres als eine verfrühte Bekanntgabe. Ich glaube, General Salzmann hatte sich gerade anders überlegt. Ihm ist plötzlich klar geworden, wie gefährlich dieser Schritt für das Leben seiner Frau ist. Meine Frau ist in Sicherheit. Sie ist bereits in Amerika. Wir haben sie, Sir. Sie ist in Sicherheit. Ich habe ihr Telegramm bekommen. Oh, vielleicht liegt da eine Verwechslung vor mit Mrs. Ida Dreyer. Ich muss mit dir reden. Sie ist im Kingston Hotel in New York. Geben Sie mir das Kingston Hotel in New York City. Der nächste Flug in Ihre Heimat geht in 5 Stunden und 10 Minuten. Gehen Sie an Bord, schließen Sie Ihre Frau bald wieder unversehrt in die Arme. Wenn Sie es natürlich vorziehen, hier zu bleiben. Ciao. Miss Prince, Entführung ist ein Verbrechen, das... Bitte Sie, Mr. Greenwood. Entführung? Ist das nicht eine Frage der Auslegung? Wir wissen doch, welche Hebel die Vereinigten Staaten in Bewegung gesetzt haben, um diesen alten Mann umzupolen. Und um die Wahrheit zu sagen, es gibt internationale Juristen, die würden sagen, das war die Entführung. Wie erfahre ich, dass sie noch nicht umgebracht worden ist? Überhaupt nicht. Sie ist tot. Ich bleibe hier und suche diejenigen, die verantwortlich sind für ihren Tod. Ja? Ihr Gespräch, Sir. Stellen Sie durch. Das Kingston. Hallo? Ich möchte gerne mit Mrs. Ida Dreyer sprechen. Ja, sie ist als Gast bei Ihnen. Sie ist mit der Mittagsmaschine aus Europa gekommen. Danke sehr. Kein Lebenszeichen von ihr. Keine Nachricht. Neil, Sie sind doch Anwalt. Helfen Sie mir bei der Erstattung einer Anzeige wegen Entführung und Mord gegen diese Frau hier. Sie ist nicht tot. Beweisen Sie's. Na schön. Ich werde ihr eine Frage übermitteln. Fragen Sie etwas Persönliches, worauf nur Ihre Frau die Antwort wissen kann. Ich habe einen privaten Kosenamen für Sie. Den möchte sie Ihnen nennen. Das wäre ein Beweis für mich.